Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, nachdem wir beim letzten Mal den Bären erledigt haben, diese Bestie, der Hügel oder wie die hieß, wobei wir eigentlich ganz was anderes machen wollten, ja, würde ich sagen, was haben wir da neu? Okay, nochmal ein paar Sachen neu im Inventar. Was ich nochmal machen kann ist, wie lange hält das noch? Eine Stunde. Ja komm, wir machen nochmal das Fest. Eivor. Bevor wir losgehen. Und dann machen wir Kriegsmüde endlich. Was ich eigentlich beim letzten Mal schon machen wollte. Los geht's. So. Was macht der da? Was ist los? Ja? Erstmal streicheln. So, irgendwas wollte ich noch labern. Ich habe keine Ahnung was. Zwischendurch habe ich noch ein paar FPS-Schwankungen. Keine Ahnung. Wieso, weshalb, warum? Obwohl ich das ordentlich optimiert habe. Und ich jedes Mal den PC neu starten muss. Ich habe keine Ahnung. Ist ein bisschen nervig, aber gut. Was soll's. Wir wollten ja jetzt... Fertigkeiten haben wir auch noch ein paar. Zwei. Ach ja, ich wollte was anderes gucken. Wir haben ja so viel Kohle, dadurch, dass ich mir diesen Boost geholt habe. Ist... Obwohl alles gut ist, guck jetzt erst ein bisschen. Alles klar. Auslastung von der Grafikkarte ist auch nicht so hoch. Hallo. Das habe ich für dich zurückgelegt. Zeig mir, was du anzubieten hast. Das hat sie für mich zurückgelegt. Davon kann man nicht genug haben. Na gut. Schwerer Schaden. Okay. Damit hast du die richtige Wahl getroffen. Ach, wir haben gar nicht so viel Kohle. Ups. Dabei hatte ich sofort an dich gedacht. Okay. Ja, wir haben noch so viel zu kaufen eigentlich, ne? Sonst nichts? Ne. So. Ich muss gehen. Bleib gesund. Beehr mich bald wieder. Ich muss einmal ganz kurz was gucken, weil wenn ich so mache... läuft das natürlich wieder flüssig. Irgendwas ist an den Einstellungen immer so ein bisschen problematisch. Vielleicht sollte ich das nochmal ein bisschen runterstellen. Ist egal, auf Mitte sieht das auch nicht schlecht aus. Deswegen, so schlimm ist das gar nicht. Aber bitte kein Neustart. Okay. So. Okay, scheint so ein bisschen zu sein. Ich wollte nochmal schwerer Schaden. Wir können die Ausrüstung sogar verbessern, ne? Schleichangriff. Schwerer Schaden. Hatte ich auch schweren Schaden drauf oder was hatte ich? Tempo und einen Elite-Schaden. Gift. Widerstand leicht. Feuerwiderstand, Gesundheitwiderstand. wofür ist die Gewichtrune eigentlich? Ich kapiere das immer noch nicht. Und da steht sogar, wo es, war das vorher auch schon, wo es dran angebracht wurde? Keine Ahnung. Wasserrune, Feuerwiderstand.
Wo waren die? Bin ich jetzt. Ach nee, die geht ja nur an Waffen. Typisch für mich, Schmieder. Dann können wir ja eigentlich Tempo lassen wir und ich mach das mal. Mal auf schweren Schaden. Da. Okay. Feuerschaden. Setzen wir hier drauf. Okay. Ich lasse das mal so. Das sind diese Lichteffekte, die halt so ordentlich reinhauen, ne? Ups. Ja. Hä? Auf das bin ich, da bin ich doch in Mitte. Ach so, geht nur mit. Hier bin ich doch aufgegangen auf Mittel, oder? Keine Ahnung. Das sind halt echt die Lichteffekte. Die halt so viel fressen. So, okay. Ich wollte dahin, genau. Das müssen wir auch noch aufdecken. Okay. Da haben wir noch überall Bücher. Mal ganz kurz was machen. Zack. Okay. Oh, das Spiel ist abgestürzt. Bis gleich. So, da bin ich ja wieder. Ja, da ist er eben bei der Schnellreise abgestürzt. Keine Ahnung warum. Manchmal ein bisschen nervig, aber ja. Das war jetzt das insgesamt vierte Mal in der Zeit. Es geht eigentlich noch. Ich würde sagen, machen wir jetzt Kriegsmüde. So. Gott. Hallo. Stimmt, beim letzten Mal haben wir ja auch noch diesen Paladin hier erledigt gehabt. So viele haben wir gar nicht mehr. Und die anderen werden halt immer schwerer. Kaum reite ich hier lang, ist mit einmal flüssiger. Nee. Ja, manchmal echt ein bisschen komisch. Warte mal. Ich wollte mir ja den hier nochmal holen. Moment. Warum habe ich den eigentlich nicht? War ich da nicht ständig in der Nähe? Ach ja. Manchmal. Ja, die Ausdauer hält ganz schön lange, ne? Hallo. 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 Du bist da hinten. So. Bis da oben. Ja, ja. Wie die abgeschnitten ist. Einfach nach hinten. Ja, guck mal einen an. Hier haben wir noch so ein Ding. Ach komm, kletter hoch. Bei manchen Stellen einfach nicht weiter zu klettern, ne? Ist auch so komisch. Guck mal hier. Der Rekord. Keine Ahnung. Was damit wollen die hier haben?
Seeforelle, klein, 5 Stück. Mhm. Naja. Was darauf, ne? Genau. Zack. Ja. Mit meinem Husten ist es auch nicht mehr so schlimm. Aber wenn ich trotzdem im Moment kurz ruhig bin, muss ich meinen Husten gerade unterdrücken oder so. Oder zumindest das drin, dass das wieder weggeht. Moment, Holzbein. Aber es ist halt echt besser geworden. Ah, ja, genau. Trifft doch nicht. War ich nicht. Sowas mache ich nicht. Nein, nein. Oh, dass sie nicht wegrennen gerade. Ui, danke. Stimmt ja, da war ja was. Müssten wir eigentlich auch mal voll auf Jagd gehen. Hm. Wir müssen die Aasfresse auch nochmal machen, ne? Sollten jetzt eigentlich machbar sein. Eigentlich. Heißt bei mir aber nie was. Kennt man doch schon. Bei mir heißt sowas trotzdem nie was. Hm. Ja. Hallo. Da drüben. Da müssen wir hin. Würde ich so sagen. Na komm mal, Händler. Mhm. Was ist das hier? Darf ich da rein und klauen? Oder wie ist das hier? Hallo? Hallo? Einfach bei Firmen reingehen und alles mitgehen lassen, ne? Was haben wir hier? Ah. Oh, schon wieder so eine Seite, die viel zu lang ist. So wie immer. Okay. Was ist das? Eine Quest wieder? Ach, nö. Och, nö. Ja, Charisma geht höher, aber... Na, nee. Das ist wieder so eine Sache bei mir. Brauch nicht mitzudenken. Darum müssen wir... Sie für mich sühnen. Genau da oben müssen wir hin. Zack. Ah, Händler ist da oben. Titi. Quadford. Schöner Name. Quadford. Warte mal. Das ist noch ein bisschen näher dran. Nämlich in der Hütte da vorne. Ich kann zum Minster helfen. Rodri ist nichts als ein stinkender Haufen Schafscheiße. Spielen wir eine Runde Örlök. Örlök? Was ist sowas? Klar, da drin. Alles klar. Wow. Ruckel. Nimm Licht mit einmal. Ach, ja klar, wieder eine Seite, super. Mit den Lichteffekten ist echt der Hammer. Bei mir fing es vor an zu rücken. Naja.
Ja, dann müssen wir da raus in den, dann sollte es nicht gleich wieder gehen. Tagen nichts. Nesseln und Rüben. Mehr konnte ich nicht finden. Es riecht so gut. Hier, bitte, junger Mann. Fluch der Krieg. Sag dann, Junge. Boah, wie die alle dazwischen quatschen. Du könntest kein Lamm abwehren. Komm schon. Meine Schulter tut weh. Ist Bären schon? Warte mal. Nicht zurückhalten. Sieh durch. Gar nicht schlecht, Bursche. Sei wilder, dreckiger. Hau mir in die Eier. Eva, willst du den Jungen ausbilden oder quälen? Bei sowas sind die Übergänge fließend. Eva, sei gegrüßt. Du hast also meine Nachricht rechtzeitig erhalten. Unsere Verhandlungen mit den Bretonen haben noch nicht begonnen. Ich werde an deiner Seite sein, wenn es losgeht. Sollte ich vorab etwas wissen? Der ehrwürdige König Rodri ist hier. Mit ihm führe ich die Gespräche. Rodri will unbedingt Frieden, seit wir seinen jämmerlichen Bruder gefangen haben. Goriath. Der Name klingt, wie wenn man Rotze hochzieht. Goriath ab Merwin. Rodri wartet bei der Kirche in der Nähe. Wer vertritt Schrobisch hier bei den Gesprächen? Der letzte Aldermann wurde im Kampf getötet. Bischof Diorlaf springt ein. Bis wir diesen grünen Schnösel eingesetzt haben. So wünscht es sein Vater. Die Vorstellung, einen Schier ganz allein zu führen, ist schon etwas beängstigend. Darüber kannst du dir Sorgen machen, wenn du Aldermann bist. Bis dahin können noch zu viele Dinge schiefgehen. Mein Vater glaubt, ich wäre bereit dafür. Ich will ihn nicht enttäuschen. Als zukünftiger Aldermann solltest du bei den Gesprächen auch mitreden. Aber mit Demut. Rodri ist ein König und erwartet, als solcher behandelt zu werden. Rodri wird wollen, dass wir niederknien und den Rosenduft aus seinem Arsch schnuppern. Ich kenne den Mann. Ach ja? Wir haben gekämpft. Dieses Andenken ist von ihm. Vielleicht kann ich ihm eins zurückgeben, damit er weiß, warum er mich Königstöter nennt. Vielleicht solltest du dich zurückhalten, Ivar. So führt man keine Friedensverhandlungen. Ich hätte euch beide gern dabei. Als Stützen und um mich einzuschätzen. Dann gib uns dein Wort. Dein Schwert bleibt in der Scheide. Dass ich nicht lache, Eivor. Wir wissen beide, wie viel mein Wort wert ist. Aber ja, ich werde dir das Reden überlassen. Wahrscheinlich. Hervorragend. Nun denn, auf zur Kirche, oder? Unsere Gäste warten. Das Buch der Drachen. Skowisch hier gestartet. Es ist nicht weit, am anderen Ende des Dorfes. Ja, ja. Sühnen, wir sind zu mich. Seit bald 2 Jahren im Krieg. Ich will mal was versuchen. Weil irgendwie. Obwohl. Komm, wir müssen weiter. Die Bretonen hatten die Oberhand, bis meine Berserker und ich sie aufmischten und Rodris Bruder verfolgten, bis er in einem Graben landete. Deshalb will Rodri jetzt... Irgendwie ist das gerade so ein bisschen sehr nervig. Das verdanken wir Ivar. Wie ich mich freue, ihn winseln zu sehen, die alte Eiche. Viel lieber würde ich sie natürlich fällen. Das würde meine Legende besiegeln. Deine Legende? Als Königstöter. Nicht alle entkommen, so wie Burgred, Wolfsmal. Wahre den Frieden, Ivar. Was ist aus deinem Gockel von Bruder geworden? Ach, mein Bruder. Wir trennten uns. Sein Weg ist unklar. Du solltest diesen Taugenichts besser hinter dir lassen. Hätten wir das Stück nicht ran können? Scheinbar nicht. Bitte komm jetzt. Ich bin doch hier. Will er mich... Wir müssen uns sputen.
Willst du mich verarschen? Ich bin doch hier. Ich glaube, der hing am Pferd fest, ne? Lass mich hier nicht allein. Unser Bischof Djorlaf und König Rodri sind bereits in der Kirche vor uns. Diese christlichen Häuser, alles so kalt und hart. Und dennoch ist es darinnen warm. Jesus Christus eint König Rodri, Bischof Djorlaf und mich selbst. Auf seinem Grund wird Frieden geschlossen. Okay. Hauptmann Ynir, erläutere dem guten Bischof unseren Standpunkt. Ja, mein Herrscher. Bischof Djorlaf. Wir hören uns keine Friedensangebote an, solange uns Guriet nicht übergeben wurde. Der Bruder des Königs Der Bruder des Königs ist ein stinkender Haufen Kuhscheiße. Du, dein Gesicht, dein Gestank. Ich kenne dich. Ivar, den man den Knochenlosen nennt. Hast du diese Narbe nicht mir zu verdanken? Und ob. Und ich werde dir auch eine Narbe verpassen, du Pisspott. Mitten durch deinen fetttriefenden Schädel. Genug. Alle beide. Legen wir das beiseite. Wir sind hier, um einen Weg zum Frieden zu ebnen. Frieden, Frieden, Frieden. Nicht mit diesem Kübel Bretonenschmalz. Darin sind wir uns einig. Na, na, beruhigt euch doch. Zeigt etwas guten Willen. Ihr kennt meine Forderung. Solange mein Bruder Guriat nicht frei ist, kann es keinen Frieden geben. Der soll froh sein, dass er noch lebt. Er ist beim Wegrennen die eigene Klinge gefallen. Bald helfe ich dir, in deine zu fallen. Rodri, bewahre einen kühlen Kopf. Es ist zu unser aller Bestem, Frieden zu schließen. Erst mein Bruder. Erst dein Kopf auf einem Spieß. Dann lasse ich den Wicht laufen. Rodri, nein! Es reicht. Dies ist ein Haus Gottes. Geben wir uns kurz Zeit, um uns wieder zu sammeln, ja? Eivor, zu mir. Ich kenne dich nicht gut, aber Cheolbert hält dich für einen besonnenen Kopf. Genau das brauchen wir jetzt. Es könnte zu spät sein. Die Kriegskrähen sammeln sich schon. Ich habe eine große Menge Silber. Rede mit den Leuten hier. Wenn Silber jemanden überzeugen kann, Frieden zu wollen, dann biete es ihm an. Okay. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Also muss ich jetzt erstmal mit den Leuten reden, alles klar. Aber die Verhandlungen stocken. Vielleicht sind sie zwecklos. Keine Sorge. Du wirst schon noch Alderman. Eivor, meine Freundin. Ich habe mich umgehört, wie du wolltest. Hast du eine Entscheidung getroffen? Wem hast du das Silber gegeben? Noch niemanden. Ich habe mich noch nicht entschieden. Bitte verlier keine Zeit. Du verschwendest Zeit! Könnt ihr echt lügen. Ivar! Die Türen verrammeln, das verschwitzte Schwein aufschlitzen und gut ist. Könnte ich dich mit Silber besänftigen, während wir nach Frieden suchen? Frieden? Glaubst du wirklich, dass es dazu kommt? Ich hab dir gesagt, ich kenne diesen Arschling. Würde Silber dich beruhigen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich müsste das Silber in meiner Hand spüren, um das zu wissen. Das ist viel zu viel. Verflucht seist du. Hier ist das Silber. Tu damit, was du willst. Aber verdirb uns die Aussicht auf Frieden nicht. Ich wusste nicht, wie schlecht du mit Geld umgehen kannst. Silber! Gut! Jetzt könnte ich Rodri mit Silber totprügeln, so schwer ist dieser Sack. Du bist Guriat, nicht wahr? Der Bruder von König Rodri.
Ja, eine geschlagene Figur in eurem blutigen Spiel. Wie stehst du zu deinem Bruder? Mein Bruder liebt mich sehr. Und doch ist er langsam und stur. Wäre ich König, hätte ich einiges anders entschieden. Was, wenn du es sein könntest? König? Ich würde die Gelegenheit wahrnehmen. Aber man braucht Reichtum, um einen König zu stürzen. Um die Edelfreien zu überzeugen, du verstehst? Ich will nichts versprechen. Doch vielleicht könnte ich dasselbe auftreiben, das du brauchst. Unter welcher Bedingung? Stoße Rodri vom Thron. Ziehe alle bretonischen Soldaten aus Schrobisch hier ab und überschreite nie wieder diese Grenze. Wenn du es ernst meinst, gehe ich diese Abmachung gerne ein. Ich überlege mir das mit dem Silber. Ich sollte Bischof Djorlaf berichten, was ich herausgefunden habe. Reden. Die ganze Zeit nur reden. Ich warte. Eivor, meine Freunde. Ich habe mit mehr Leuten geredet. Und hast du dich endlich entschieden? Ivar wird immer ungeduldiger. Ich habe Ivar das Silber gegeben. Dafür versprach er, Ruhe zu bewahren. Ich habe Ivar noch nie ruhig gesehen. Rodri, ich sehe, wie du mich verhöhnst. Ich fordere dich zum Zweikampf. Ivar, der Knochenlose, der Rückgratlose, der Zahnlose, Mutlose. Du kannst mich nicht töten. Ich sterbe durch einen Drachen, wie die Seher es weissagten. Und dein Bruder? Schützt dein Schicksal ihn auch? Guriat! Beim Allmächtigen, ich... Bringt ihn in Sicherheit. Los, schnell! Tötet den Knochenlosen! Tränkt diese Kirche mit seinem Blut! War ja wieder klar. Ich kenne dich, das schwöre ich! Naja, was soll's. Was hast du getan? Autsch. Eure Tommy, der König! Autsch. Gleich fließt Blut in Richtung. Warum hänge ich jetzt hier oben? Schwächling! Arschgeige, ey. Ihr, ich? Ah, so verhandeln Wikinger. Den Schweinen zeigen, wer die wahren Krieger sind. Ivar, du hast den Frieden zunichte gemacht. Lass dich nicht vom Frieden täuschen, Bursche. Das ist nur die kurze Stille zwischen zwei Axthieben. Mein Gott, was für ein Massaker! Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Ah, ein guter Test für dich, Junge. Herr, vergib uns. Bleib bei mir, Ceolbert. Deck mir den Rücken und ich ziehe die Messer aus deinem. Gütiger Gott. Bleib hier, wo es sicher ist, Bischof. Hilf mir mit der beschissenen Tür! Ja, könnt ihr ja gleich machen. Denn ich werde hier erstmal die Aufnahme beenden und dann sehen wir in der nächsten Aufnahme, wie das weitergeht. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Und ja, das war echt eine scheiß Entscheidung von mir, aber gut. Naja, bis dann. Ciao, ciao.